Ich habe da die eine oder andere positive Erfahrung machen können. Die sind allerdings nicht sehr zahlreich. Also in der Zeit, als ich in Mercedes-Autohäusern gearbeitet habe, da wurden immer Runden mit den neuen Azubis gemacht. Das waren immer so irgendwie zwischen 20 und 40 Mann. Die fuhren dann durch alle Betriebe bei Ostendorf, bei Luke. Und ich war dann immer aufgefordert, den jungen Menschen das Thema Klassik näher zu bringen. Und dann habe ich immer flammende Reden gehalten, dann standen da 20 offene Münder oder 25 offene Münder vor mir und genauso große Augen und die haben sich dann alle angeguckt und hatten aber alle ihr iPad und ihr Handy im Kopf und konnten sich prima vorstellen, Autos zu tunen, aber so richtig schrauben wollte keiner. Und da gab es dann eine rühmliche Ausnahme. Als ich dann in die Runde gefragt habe, nach der 10-minütigen Vorstellung, wer könnte sich das vorstellen, da ging ganz hinten ein Arm hoch von jemandem, der sagte, hier sofort. Und der ist dann auch im Rahmen eines Versuchs in Nordrhein-Westfalen, nämlich Mechatronik war mit dem Zusatz Klassik ausgebildet worden. Zu dem Zeitpunkt war er einer von zwei Mechatronikern und die haben im Rahmen der Ausbildung nicht nur den Mechatronik-Part gemacht, sondern haben den Großteil in der Werkstatt gebracht. Das Interessante für diese Jungs war, die haben halt obwohl sie Mechatroniker gelernt haben, vom Blechbiegen über Elektroarbeiten im Grunde genommen den kompletten Rundumschlag gelernt und mussten dann auch noch den Mechatronik-Part abbacken. Wir hatten dann hinterher so ein bisschen Probleme mit der Berufsschule, weil da blieb für die Theorie dann manchmal noch ein bisschen wenig Zeit. Aber das Positive war, ich höre immer wieder von solchen Fällen und es gibt tatsächlich trotz aller Digitalisierung immer wieder Jungs und Mädchen, die sich begeistern können und die müssen dann auch vernünftig abgeholt werden. Das ist wichtig und kann man nicht nur die Halle fegen lassen, die müssen also daneben stehen und gucken, wie es geht, weil nur so kann man das Know-how weitergeben, das nämlich sonst mit den alten Meistern ausstirbt. Wir sind ja schon die Nachwuchsgeneration hier. Aber wenn wir dann irgendwann nicht mehr aktiv sind, dann ist es, glaube ich, vorbei mit Reparieren. Gut. Gibt es auch noch andere Wortmeldungen jetzt im Vorfeld, wo wir schon angefangen haben? Nö. Also ich habe kurz noch. Hört man mich gut? Ja, sehr gut. Also ich würde sagen, ja, hallo, dass ich schon sehr lange mit Oldtimer mich beschäftige. Aber dennoch war das nicht von Anfang an so. Bei uns standen immer Oldtimer rund um. Mein Vater hat das gesammelt. An mich hat das nicht interessiert. Die waren mir zu langsam. Und erst irgendwann viel später hat es begonnen. Wobei langsam sind sie mir immer noch. Aber sie interessieren mich wegen der Geschichte oder wegen der Technik. Und ich denke, man muss auch Geduld haben mit den jungen Leuten. Mit 15 Jahren, also ich war nicht fähig, Oldtimer zu bewundern. Ja, so anschauen, okay, aber langweilige Autos. Und ich denke, man muss die Gelegenheit den jungen Menschen geben, damit sie irgendwie finden, dass das interessant ist. Weiß nicht nur durch Messen, man muss sie einfach mitnehmen oder auch fahren lassen. Unsynchroniertes Getriebe probieren, wenn es ein bisschen kratzt. Und ja, sie wollen auch Herausforderungen. Ich denke, da muss man die Leute ein bisschen gewinnen. Ich kopiere einen Link hier später, so in den Texten, was mein Sohn gemacht hat. Mich hat das so überrascht, dass er das Interesse hat, ohne dass er mir das gesagt hat. Also er hat, wenn ihr wollt, könnt ihr das anschauen. Also ich bin da nicht so negativ eingestellt, dass die junge Leute das nicht interessiert, aber man muss ihnen das schmackhaft machen. Das ist richtig und dann können wir jetzt auch überleiten zu dem Vortrag von, der Vortrag ist zu viel gesagt, ich habe ein kleines Gespräch geführt mit Mario De Rosa und die zaghaften ersten Versuche der Vieh war, sich dem Thema Nachwuchs auch mal zu widmen. Es ist ja immerhin schon ein guter Anfang. Und jetzt müsste irgendwas passieren. Seht ihr was? Ja. Mario, ja.
Okay, dann fangen wir mal an. Frage, also erstmal, ich bin jetzt verbunden mit Mario De Rosa, großer Aktivist bei der IAK, ich weiß nicht, sag mal einfach mal, bei welchen Institutionen du bist, das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, für was du verantwortlich bist. Ja, also jeweils den ersten Vorsitz der Initiative Kultur und Mobilität und bei der Initiative Automobile Kultur, das ist glaube ich die UNESCO-Geschichte, und eben auch Mitglied der FIWA Kulturkommission, wo es auch um das Thema Jugend geht, beziehungsweise auch das Thema historische Fahrzeuge der Jugend näher zu bringen und dafür zu bauen. Was ist die FIFA? Das ist ja ein internationaler Verband, richtig? Die FIFA ist international. Ich meine, 2 Millionen, 1 Million oder 2 Millionen Oldtimer-Fahrer. Ich habe es jetzt gerade nicht präsent. Und ist, soweit mir bekannt ist, in gut 60 Ländern der Erde präsent. Okay. Hat die FIFA Nachwuchssorgen? Den Eindruck habe ich nicht gewonnen. Ich sehe eigentlich einen ganz guten Querschnitt bei den Hauptversammlungen. Und zwar bei der letzten Hauptversammlung waren sogar relativ viele Leute da. Aus Osteuropa war sehr vielversprechend, auch junge Frauen, die sich da zunehmend engagieren. Natürlich ist der weitaus größte Teil der FIWA Repräsentanten, beziehungsweise jene, die dann bei diesen Hauptversammlungen der FIWA einmal im Jahr da sind, eher, ja, ich sage mal so, vielleicht meine Altersklasse aufwärts. Aber diese Mischung zwischen Erfahrung, das sollte ja auch nach dem Thema ein bisschen Erfahrung mitbringen, ist also die Älteren gemischt mit diesen schon durchaus auch zaghaft auftretenden jungen Leuten. Das stimmt mich hoffnungsvoll. Wir haben ja in dieser Arbeitsgruppe in der Kulturkommission einige junge Leute, und zwar mehr, also über den Lobos gemeinsam dieses Thema Jugendarbeit anbringen. Ich sage in einer separaten Arbeitsgruppe. Da sind also Spanier dabei, da ist unser Ziel, den Weg ist. Also wirklich ganz toll. Da stimmen wir einen ständigen Austausch und versuchen da ein bisschen Fragen, was auch die jungen Leute gerne möchten. Also möchten dergestalt, wie stellen die sich eigentlich die Oldtimer sich selber auch in Zukunft vor, weil sonst wird es irgendwann nicht mehr geben. Diejenigen, die dann nachher das, was wir auch von unseren Vorkehrern übernommen haben, ja, irgendwann ja in die Zukunft tragen. Tja, die Autos werden uns überleben. Ich hoffe, das passiert überleben. zumindest, dass meine Kinder sich nicht zu Schrott fahren. Ja, es gibt ja einige Leute, die sagen, wir dürfen dann in Zukunft nicht mehr damit fahren, aber das glaube ich weniger. Jetzt habt ihr eine neue Initiative gestartet. Wo gerät sich's da? Das ist so, die Vereinten Nationen rufen ja alljährlich die sogenannten Weltjugendtag aus. Dieser Weltjugendtag findet in diesem Jahr am 12. August 2020 statt. Eine ganz kurze Analogie, warum dieser Weltjugendtag. Die Analogie der Gestalt. Die Initiative Kultur und Mobilität veranstaltet ja auch einmal im Jahr diesen Tag des wollenden Kulturguts. Den haben wir auch verknüpft mit dem Tag des offenen Denkmals. Wenn wir einfach der Meinung waren, dass diese beiden Themenblöcke, das statische und das rollende Kulturgut, einfach irgendwie zusammengehören. Und so hat die FIWA sich dann auch überlegt, wenn wir was in Richtung Jugendarbeit machen, wo können wir uns unter Umständen, also wo können wir Synergieeffekte noch hier erzielen? Wie können wir auch die entsprechende Breitenwirkung hier praktisch generieren? Und da kam uns natürlich dieser Weltjugendtag wirklich zu Pass. Dieses Jahr am 12. August 2020. So können wir praktisch die unterschiedlichen Kanäle nutzen, die uns da zur Verbreitung auch innerhalb dieser Vereinten Nationen unter Umständen zur Verfügung stehen, dass wir da schön in die Breite gehen. Was macht ihr? Ja, bitte.
Was macht ihr da? Was ist der Inhalt der Initiative oder der Aktivität? Ja, also es ist so, was man dazu noch bemerken muss, wir, die Aktivität, die jetzt wir innerhalb dieser FIBA Kulturkommission oder Jugend- und Kulturkommission da aufbauen, ist nicht beschränkt auf die Altersgruppe, die die Vereinten Nationen festlegen. Und die Vereinten Nationen haben die Jugend festgelegt zwischen 15 und 24 Jahren. Das ist so das Korridor, in dem sie sagen, das ist die Jugend. Was wir für angemessener halten, dass wir sagen, ja, die Jugend ist für uns sehr wichtig, aber es gibt ja auch ausreichend Menschen, die jung geblieben sind. Also, die sich einfach, also ein Mit-60er kann ja genauso gut sich von Youngtimer interessieren und sagen, Mensch, das ist irgendwie mein Thema, da bin ich mit dabei. Und umgekehrt, junge Leute können sich für Oldtimer, also für Stauffort interessieren. Wir sagen, wir möchten die Jugend nicht an einem Alter festmachen, sondern an einem Geisteszustand, wie man so schön sagt. Und deswegen haben wir gesagt, dass da auch jeder sich beteiligen, der sich jung fühlt und der sich damit identifizieren kann. Und was wollen wir konkret machen? Worum geht's? Es geht im Grunde genommen um die bildhafte Darstellung von historischer Mobilität in all seinen Facetten, allerdings eingereicht oder verfasst, auseinandergesetzt von Jugendlichen und Jugendlichen. Das heißt, es wird drei Kategorien geben. Die Kategorie 1, da geht es um Fotos von Industriebauten, Tankstellen, Kfz-Werkstätten etc. Also das Infrastrukturelle mit Bezug zu historischen Fahrzeugen. Fotos. Also, ich war ja gestern bei dieser Avia-Tankstelle da in Kriebnis, weil wir die Schwarzwaldluftfahrt hatten, sowas beispielsweise. Und da ist jemand mit seinem, mit seinem Youngtimer oder mit seinem Oldtimer da hinfährt und das ablichtet, hat er natürlich alles richtig gemacht. Da ist er mit drauf, sie, Fahrzeug mit drauf und das Bauwerk. So, also Fotos von Industriebauten. Kategorie 2, genau dasselbe, oder das gleiche, als Bild gezeichnet. Es gibt ja auch junge Leute, die zeichnen dann. Können Sie natürlich auch nach einer historischen Vorlage Buch aufschlagen, was abzeichnen, wie auch immer. Die Kategorie 3 sind die Fotos von historischen Fahrzeugen und ihren Haltern. Da müssen Sie sich nicht zwingend vor ein historisches Bauwerk stellen, sondern einfach, das reicht in der Garage, das reicht auf der Wiese, das reicht auf der Straße, wo immer Sie sich damit bewegen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist ziemlich profan, weil es kursieren ja in sozialen Medien Milliarden von Bildern von irgendwelchen Leuten, die da posen und sich da fotografieren. Es geht eigentlich nicht um die Selbstdarstellung. Es geht darum, die Leute dazu zu animieren, sowas bewusst zu machen, also sich damit auseinanderzusetzen. Nicht aus Spaß und Zufall, ist da einfach da ein Foto zu schießen, sondern die sollen sich schon mit dem Thema auseinandersetzen und uns diese Fotos oder diese Bilder digital zukommen lassen. Es gibt einen Einzelbeschluss. Das ist der 30. August an die allgemeine FIBA-Adresse eingesandt, also secretary@fiba.org oder culture@fiba.org. Beide Adressen können das platzieren. Und am 30. September werden die Sieger jeder Kategorie bekannt gegeben. Und zwar durch Veröffentlichung, entweder also einmal auf der Internetseite der FIBA und den diversen Social Media Kanälen der FIBA. Das ist Instagram, das ist Facebook. Da wird es, da gibt es dort diverse Hashtags zu geben, also mit denen dann natürlich auf Schlagworte werden, sodass man sie leichter findet. Und als so einen Romulus oben drauf werden wir wohl auf der FIBA-Hauptversammlung im November dieses Projekt vorstellen und auch diese Siegerbilder dazu. Die Sieger werden in jeder Kategorie auch was bekommen, also zum Beispiel das schöne FIBA-Buch, die Geschichte der FIBA. Das möchten wir dazu mitgeben. Wir möchten die FIBA-Plakette fürs Fahrzeug ausgeben und das ist ein Anerkennungsschreiben, mit dem wir dann einfach die jungen Leute in der Brüssel, ja, einfach
durfte auch mal ins Rampenlicht und dazu soll es gut. War kein Benzingutschein. Kein Benzingutschein. Ja, weil Rosi jetzt zum Fahren. Eine gute Idee, aber. Ja, muss man dann früher fragen. Was ist die Erwartung an so ein Projekt? Also, wir erwarten uns von dem Projekt, Leute zu erreichen, also junge Leute zu erreichen, auf unterschiedlichen Ebenen. Es müssen jetzt nicht von über Nacht die reine Oldtimer-Leute werden, sondern wir erwarten uns dadurch erstens, wie ich es vorher schon sagte, so viele Leute wie möglich dazu zu animieren, sich mit dem Thema historische Fahrzeuge auseinanderzusetzen. Dazu haben wir, also es ist ja nicht zufällig gewählt, dass man sagt, Fotos und Zeichnungen. Junge Leute bewegen sich üblicherweise sehr stark digital. Jeder hat seinen Fotoapparat mittlerweile in der Tasche. Da sind wir der Ansicht, wir können über diese Vorgehensweise wirklich viele, viele, viele junge Leute erreichen und auch zeigen, dass wir, die ja, also ich fühle mich als Junggebliebener, aber für so einen 20-Jährigen bin ich halt auch schon alt. Das ist einfach so. Das war bei mir früher nicht anders. Wenn du 20 bist, dann ist jemand mit 50 Euro oder 12 Euro, das ist halt einfach alt oder älter. Und denen auch zu zeigen, wir sind eigentlich gar nicht so abgehoben oder von euch so weit entfernt, wie wir vielleicht durch unser Erscheinungsbild vielleicht suggerieren oder vielleicht durch die Preise, in denen wir uns bewegen, vielleicht vermitteln, sondern wir sind eigentlich im Grunde genommen immer noch, also auch wir sind Kinder im Manne. Dazu ist die Auseinandersetzung, ich meine, das bringt ja die Auseinandersetzung mit dem Thema ja mit sich. Ja? Früher hast du ja kleine Autos, jetzt hast du große Autos. Und wir spielen einfach damit. Jeder auf seine Weise. Und da möchte ich noch zeigen, wir gehören irgendwie doch zusammen. Ja, diese Generationen sind in der Lage, miteinander gut klarzukommen, gut auszukommen, eine gemeinsame Basis zu finden und gemeinsam auch Zukunft zu gestalten. Das hört sich doch gut an. Mario, wir würden uns freuen, wenn du uns von dem Erfolg berichtest am 30. September oder danach. Wie viele Einsendungen es gegeben hat, was die schönsten Bilder waren. Ich kenne auch ein Beispiel, was man anfügen kann. Ich weiß von einem Club, der sich hauptsächlich mit Strich-8er-Coupés auseinandersetzt. Der hat einen jungen Mann gewonnen, der das Instagram-Konto betreut und seither gehen die Mitgliederzahlen deutlich nach oben. Also da kann viel draus entstehen. Vielen Dank. Aber gerne. Das war Mario de Rosa. Okay, alles klar. So, Freunde. So, Mario, jetzt muss ich jetzt mal das hier auch noch abstellen. Hallo Vivian, hallo Ulf. Ulf, bonjour. Du sitzt jetzt tatsächlich auf dem Mond, oder wo? Ja, tatsächlich. Ich habe mich weggebeamt. ich suche gerade noch meine Kopfhörer und dann zeige euch natürlich gleich wieder einen kleinen Ausblick aus meinem Wohnmobil. Warte mal, ich muss mal raus. Also wir sind beide auf Tour, warte. Halte mal Video ein. So, ich glaube, so wird es besser, oder? Ja. Ja, und wie viele Wochen machst du das noch? Oder geht bald das Geld aus? Also wie ihr seht, ist richtig scheiße hier. Na, ich setze mich jetzt mal wohin und dann machen wir hier weiter. Aber wir waren halt gerade noch unterwegs und dann war irgendwie die Verbindung weg und dann sind wir hier auf den Berg gefahren. Und jetzt ist alles viel besser. Nee, wie lange machen wir das noch? Ja, so lange wie die Kohle reicht. Und ist das Tram in Trop, Ulf? Ich warte noch auf die Benzingutscheine, von denen du eben sprachst. Das kann sein, dass du die gut brauchen würdest. Gut, jetzt zum weiteren Verfahren. Ja. Da ist noch ein Kind im Wege. Zum weiteren Verfahren wollen wir jetzt erst über Marios Vortrag sprechen. Ich habe noch eine kleine Präsentation vorbereitet, die vielleicht etwas, da
sagen wir mal, lebendigere Beispiele, wie man junge Leute an das Thema heranführen kann. Wie ist die Meinung? Buh, Uwe, buh, Ulf. Ihr Flugfunkdisziplin. Genau, ihr Neider. Wo gibt's die Fototapete? Ja, die kannst du bei mir auf der Homepage kaufen. Also, oder du schickst ihm Benzingutschein. Genau. Okay, wie ist denn jetzt die Meinung? Soll ich erst präsentieren oder wollt ihr erst mal dieses Thema für sich abhaken? Naja, solange es keine Fragen gibt, könnte man weitergehen, oder? Wer hat Fragen? Machen wir es mal so rum. Oder Ideen, Anregungen, genau. Also was mir aufgefallen ist bei dem Vortrag, ich glaube, dass die FIFA sich sehr stark auf Jugendarbeit in Richtung optischer Reize fokussiert. Ja, klar, Instagram und so weiter, aber ein Teil des ganzen Begreifens als junger Mensch von Oldtimer ist ja auch so ein bisschen der Technikunterricht. Also ich glaube, dass in Zukunft bei der digitalen Generation auch so ein bisschen die Angst steigen wird, was passiert denn, wenn ich liegen bleibe? Und Arbeiten, die für uns vielleicht noch relativ einfach zu verrichten sind, sind für die schon ein Riesending. Wie was? Benzinpumpe? Oh Gott, ja. So, und ich glaube, dass man da auch noch ein bisschen gucken muss, wie man auch an die Technik heranführt. Das ist jetzt innerhalb von Familien und Freunden und vielleicht sogar in Clubs ist das möglich. Aber vielleicht könnte da die FIFA auch so ein bisschen nicht nur die Faszination Historie, sondern auch die Faszination Technik und das Heranführen an Technik vermitteln. Das ist so mein Anliegen. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt noch eine weitere Wortmeldung. Ulf, du musst mal dich stumm schalten, wenn du nichts sagst, weil der Winter ist doch erheblich. Ah, okay. Warte, ja, okay. Noch jemand? Sonst würde ich jetzt in die Präsentation gehen, die eigentlich genau das belegt, was du gerade angemerkt hast, Ben. Insofern vielen Dank für die Anmoderation. So, könnt ihr sehen, die Präsentation. Alles klar, gut. Dann gehen wir gleich in die erste Geschichte. Welchen Nachwuchs brauchen wir eigentlich, wenn wir Nachwuchs brauchen? Wir brauchen Leute, die Autos fahren und lieben. Und wir brauchen Leute, die Autos in Ordnung halten können, reparieren, restaurieren und Ähnliches machen und die ein berufliches Ziel darin sehen, sich damit zu beschäftigen. Und als Nebenziel brauchen wir natürlich auch bei der jungen Generation gesellschaftliche Resonanz und auch Wohlwollen dafür, dass wir nicht in die Ecke der Motorradfahrer geraten, die jetzt mit einigen 10.000 Motorrädern auf die Straße gegangen sind, um für sich zu werben, was ich an sich für eine hervorragende Idee gefunden habe. Und haben wir überhaupt ein Nachwuchsproblem? Also vielleicht über die demografische Entwicklung, vielleicht auch über die Tatsache, dass die Leute sagen, mich interessiert das Auto nicht mehr, ich fahre mit der U-Bahn, aber ich glaube, das ist die Misserfolge der Carsharing-Branche zeigen, glaube ich, dass die Leute doch lieber immer noch ein eigenes Auto vor der Tür stehen haben, auch wenn sie vielleicht damit nicht so viel rumfahren. Das Image des Automobils ist allerdings, zumindest in der veröffentlichten Meinung, wie ihr wisst, unterscheide ich ja immer die veröffentlichte von der öffentlichen, leicht angekratzt und es ist zumindest in der Jugend heute kein reiner Selbstgänger, dass man sagt, ich mag Autos, ich mag alte Autos, ich begreife das als ein Zeichen meiner individuellen Persönlichkeit und Ausdrucksform. Wenn wir uns das numerisch angucken, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, haben wir eigentlich gar kein Nachwuchsproblem. Die Zulassungszahlen der historischen Autos steigen weiter jedes Jahr um 10%. Die Führerscheinprüfungen werden auch nicht weniger, sondern mehr. Also die erfolgreichen. Das KBA zählt ja immer nur, wenn einer dann auch erfolgreich bestanden hat und nicht, wenn er drei Anläufe gebräucht hat. Das wäre natürlich auch ein mögliches Indiz gewesen. Wir müssen uns bei dem Nachwuchsthema daran gewöhnen, dass der Nachwuchs bei uns eben im Kern zwischen 40 und 60 Jahren ist, weil dann fangen die Leute an, sich wieder für alte Autos zu interessieren, weil die Kinder aus dem Haus sind und das Haus ist abbezahlt und man kann sich so ein Auto leisten als Normalbürger.
Und da gibt es vielleicht die Lücke zwischen 20 und 40 oder zwischen 15 und 40 zu überbrücken und im Gespräch zu bleiben und das durch eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und dann haben wir natürlich die ganzen Clubs, die klagen, dass sie immer weniger Mitglieder haben. Das ist aber eben so, das kann man ja bei Marco ganz gut sehen, am Oldtimer-Netzwerk. Sobald die Sache virtuell und unverbindlich wird und nicht mit einem Mitgliedsbeitrag verbunden ist, werden also ja in den verschiedenen Institutionen, in den sozialen Medien enorme Zugriffszahlen und Mitglieder gezählt. Selbst unser kleines Meeting hier hat in Spitzen bis zu 1500 Zuschauer in den Facebook-Videos gehabt, was ich für so ein Spezialthema für ausgesprochen interessant halte. Allerdings gucken die das natürlich vielleicht 2-3 Minuten im Durchschnitt und nicht länger. Aber wahrgenommen zu werden, ist immer das Beste. Insofern bin ich immer ganz froh, dass ich die Konferenz eröffne. Dann habe ich schon mal was gesagt. Jetzt habe ich mal 2 Beispiele rausgesucht, die genau das machen, was Dan ansprach, nämlich wie bringen wir die jungen Leute, die wir ja auch brauchen, damit die Fertigkeiten entwickelt werden, in Beziehung zu der Haptik, die klassische Automobile haben, zu der Mechanik, zu all den Dingen, die heute ja hinter Verkleidungen und Motorkapselungen verborgen werden, wenn man schon mit einem Auto fährt, sodass man überhaupt nur noch einen artifiziellen Zugang dazu kriegt. Am schlimmsten finde ich beim Audi A7 zum Beispiel, dass der Sound vom Lautsprecher gemacht wird und nicht vom Motor. Und das finde ich irgendwo so ein bisschen absurd. Da habe ich dieses Beispiel eben schon im letzten Herbst aufgetan, die Kesselflicker. Das ist die Firma Kessel und die hat 16 Azubis und diese 16 Azubis treffen sich jeden Freitag komplett und restaurieren einen 1970er Mercedes-Bus von Grund auf. Und das sind keine Mechatroniker, das sind keine handwerklichen Berufe, sondern das ist auch, die Mädels sind alle Medienkauffrau oder Bürokauffrau oder technische Zeichner oder was immer, also haben jedenfalls keine Notwendigkeit, das für ihre Berufsausbildung zu machen. Und das Schöne, was die mir erzählt haben, Vivian war auch dabei, so sieht das dann aus, das ist der Antrieb, den sie ausgebaut, überarbeitet und lackiert haben, und zwar mit eigener Körperkraft. Und die Mädels haben dann, eins von den Mädels hat gesagt, als wir sie fragten, was ist denn dein persönliches Verdienst an der Sache? Und die sagte nur ganz trocken, ich hätte doch sonst nie eine Flex in die Hand gekriegt. Und das zeigt ganz gut, wie das funktioniert. Das zweite Beispiel, was ich bringen möchte, ist Kuno Bistram. Der Nikolaus Eichle betreibt das in Hamburg, das weiß der eine oder andere vielleicht. Und zwar geht der noch eine Stufe runter und geht in Realschulen und Gesamtschulen und arbeitet hier mit Menschen diesen Alters, die also noch 2-3 Jahre vor ihrem Abschluss stehen. Und das Ziel ist, für technische Lehrberufe zu werben und die auf die Idee zu bringen, dass das was für sie wäre, damit nicht jeder meint, ich muss Ingenieur werden oder studieren, sondern damit hier auch Nachwuchs geworben werden kann. Und das Foto stammt von der Automechaniker. Da haben die diese Werkstatt aufgebaut und mit verschiedenen Leuten diese mechanischen Tätigkeiten präsentiert. Die haben sich ein ganz witziges Projekt dazu ausgedacht. Das ist der Kuno Bistram-Wagen. Das ist ein Fahrzeug, das eigentlich eher eine Seifenkiste als ein Rennauto ist und in dem Kinder in Hagenbecks Tierpark bis 1972 also auf so einer Bahn kleine Rennen fahren konnten. Das wird angetrieben vom 50 Kubik Zündabmotor und heißt Kuno Bistram, weil das der Mann war, der diese Autos gebaut hat. Es gibt davon 7 Stück. Einer davon war mal straßenzugelassen. Und dieser eine sieht jetzt so aus, der ist also von den Schülern, am Anfang waren es 8, jetzt sind es 4,
die das Projekt fast zu Ende gebracht haben, instand gesetzt worden, um eben für diese Berufe Werbung zu machen. Und dieses Foto stammt vom Stadtparkrennen in Hamburg im letzten Jahr. Das Auto ist also auch tatsächlich gefahren. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt erstmal muss ich die Bildschirmpräsentation bei mir stoppen. Und dann gucke ich nochmal, ob ich noch einen anderen kleinen Film, den ich vorbereitet hatte, der jetzt auch verschwunden ist. Also den lasse ich jetzt weg. Das Auto fährt jedenfalls, macht einen Höllenlärm und den Leuten viel Spaß. Beide Projekte sind momentan natürlich auf Halt gestellt wegen Corona, weil die natürlich nicht an dem Bus so eng zusammenarbeiten dürfen. Und im Zusammenhang mit Kuno Bistram ist das so, dass das Auto, was sie fertig haben und wo der Antrieb nochmal neu gemacht werden muss, weil es sich wohl um eine kleine Fehlkonstruktion handelt und das nochmal überarbeitet werden muss. Das Auto steht in der Schule und das Projekt kommt nicht dran. Also den ist verboten, in die Schule zu gehen, sodass man hofft, dass man das dann nach dem Jahr 2020, im Jahre 2021, wenn es das Stadtparkrennen denn dann noch gibt, präsentieren kann. So, das war's von mir als Anregung, was es da so gibt auf dem Markt. Und jetzt habt ihr vielleicht auch ein paar schöne Beispiele oder Ideen, wie wir das Thema an die Jugend und an die Mittelalten heranführen können. Nein, ich hätte erstmal grundsätzlich was zu sagen zu dem Thema. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, genau. Ich finde immer diese Nachwuchsdiskussion, ich bin ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. weil es aus meiner Sicht erstmal aus einer bestimmten Richtung oftmals kommt. Und zwar ist es oft die Clubrichtung. Und ja, da haben alle Nachwuchsprobleme. Der Hasenzüchterverein, der Taubenverein, der Kegelverein, der Oldtimer-Club, die haben alle Probleme, Nachwuchs zu finden. Warum? Weil die in der Regel angestaubt sind. Und das jetzt bitte alle, also nicht falsch verstehen, aber es ist oftmals angestaubt. Es sind oftmals eben, so wie du vorhin schon sagtest, zum Oldtimer-Netzwerk genau die Gegenseite. Es ist oftmals halt in Form drin, die die Jugend einfach nicht anspricht. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen, jetzt kommt das andere Thema. Was heißt das denn für uns Nachwuchs und was heißt denn eben für uns Jugend? Ja? In den 70ern hat sich auch kein Schwein für Vorkrieger interessiert von den Jugendlichen. So, also das ist ein Thema, das haben wir jetzt irgendwie neu auf den Schirm gebracht, weil wir natürlich ein riesengroßes Wirtschaftsfeld aus meiner Sicht da haben und weil wir sehen, wir brauchen Wachstumszahlen, Wachstumszahlen, Wachstumszahlen. Am Ende steigen die Haarzulassungen erstmal. Wir sind immer noch bei diesem Thema, du kaufst den Oldtimer, wenn du in der Regel mit allem durch bist. Und wenn die Jugendlichen, die sich, sag mal, dafür interessieren, da geht es auch schon vorher los. Ich habe da tausende Beispiele für, wo ich junge Leute sehe, die an Autos schrauben, die es nur vielleicht anders machen. Also A, die auf Youngtimer gehen, wo dann alte Clubhasen sagen, das ist ja kein Oldtimer. Ja, ist es ja auch nicht, das ist ein Youngtimer, mein Gott. Aber die sich erst mit dem alten Blech auseinandersetzen. Und jetzt muss sich natürlich nicht jeder männliche oder auch meinetwegen geneigte weibliche Person auf diesem Planeten mit alten Autos befassen. Das ist halt durchaus ein Thema, dass man da aus meiner Sicht schon verschiedene Interessengebiete haben darf. Und natürlich ist es so, dass die Zeit halt mit sich bringt, dass das Thema Auto jetzt durch seine Stellung, durch seine gesellschaftliche Diskussion natürlich da vielleicht auch ein bisschen an Stellenwert verliert. Ich glaube aber persönlich, dass es immer die Leute geben wird, die sich halt eben auch für Technik interessieren, die sich auch für alte Technik interessieren, die da hinkommen, die da halt einen Weg zu finden, die halt dann älter werden. Wenn ich überlege, wie ich mit dem Thema angefangen habe, klar, ich war immer autoverseucht. Bei mir bedeutete, ich bin jetzt 41, Auto immer noch Freiheit. Das ist bei denen tatsächlich nach mir 35 hier oftmals nicht mehr, keine Frage. Aber ich glaube nicht daran, dass wir morgen ein riesengroßes Problem haben werden. Vielleicht bin ich da alleine. Ich klinge mich da direkt ein. Ulf, danke. Weil ich habe vorhin mal ja was zur Situation gesagt. Nachwuchs im Handel oder Nachwuchs im Gewerbe. Und das Thema Nachwuchs, was Fahrer, Enthusiasten und so weiter angeht, das ist genau meine Meinung, nämlich dass die Clubs, die ja über Nachwuchs klagen, in Knickerbockerhose und Tweedsacko einem 18-Jährigen erklären, warum eine Radkappe vernickelt und nicht verchromt sein darf. Genau, genau.
Und da gibt es halt heute andere Möglichkeiten. Ich arbeite ja sehr eng mit dem Thomas Ebeling zusammen. Mercedes-Fans ist euch ja auch ein Begriff. Das ist, denke ich, die Zukunft. Das Ganze muss online, zwanglos und finden. Das heißt, da geht es ums Auto. Da geht es nicht darum, wer ist Kassenwart, wer ist was auch immer. Ja, ja, genau. Darum, irgendwie, wir treffen uns mit Autos, wir haben Spaß mit denen. Und wenn einer meint, dann muss ich seinen 190er in Metal Flake rot lackieren. Ja, ja. Weil geht ja ums Auto und da ist die Bandbreite halt nun mal größer, als jetzt einfach zu sagen, nur Original und nur handlinierte Tanks dürfen hier auf den Hof und alle anderen bleiben draußen. Und das ist aber das, was teilweise die ein Teil der, ich komme ja nur aus der Mercedes-Welt, aus dieser Clubszene nicht versteht. Wer schon mal einen Clubabend mitgemacht hat, ich meine, es gibt solche und solche, aber ich habe schon echt witzigere Beerdigungen erlebt. Also sein. Und deswegen muss das Ganze natürlich auch irgendwo altersgemäß und zeitgemäß rübergebracht werden. Ja. Ja, wenn ich ganz kurz was sagen darf. Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt. Von dem Savanna in der Schweiz gibt es ein Projekt, wo man das Handwerk unterstützt. Ich kenne es selbst durch meine Zeit noch bei BMW. Das ist ein Riesenthema. Es gibt alle Handwerkskammern und so weiter, die haben alle ein Nachwuchsproblem. Es werden kaum noch Karosserieklempner ausgebildet, es werden kaum Lackierer ausgebildet. Egal wie man es nimmt, das ganze Handwerk hat halt ein Problem. Ich bin bei euch. Das ganze Club-Thema ist ein bisschen verstaubt, was das Thema Nachwuchs. Die wollen auch keinen Nachwuchs. Die also wollen schon Nachwuchs, aber nach ihren Regeln und Spielregeln. Genau. Das funktioniert heutzutage leider nicht mehr. Weil die Jugend auch aufgeschlossener ist und da gibt es halt nicht mehr diesen Leitwolf, der da vorne steht und sagt, ihr so und so müsst das machen oder es geht nur dieser eine Weg. Ja? Ich habe in Stuttgart vor dem Clubforum vom ADAC gesprochen, wie man, warum Facebook und soziale Medien so wichtig ist. Und da kam anschließend jemand auf mich zu von einem Club. Den Namen möchte ich jetzt hier in der Runde auch nicht sagen. Aber der kam dann zu mir hin und sagte, ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Durchschnittsalter von 57 Jahren in unserem Club. Und wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir kein Facebook machen. Ja. Wir holen uns doch nicht die Konkurrenz ins Haus. Und da habe ich denen erstmal erklärt, ganz kurz in der Runde, ja, dass das eigentlich Quatsch ist, was er sagt. Und er auch gar nicht verstanden hat, um was es ging. Es war so, dass er gesagt hat, ja, wir diskutieren auf der Facebook-Seite zum Beispiel, dass wir in dem Zuge die Leute gar nicht in den Raum lassen und die holen sich nur kostenlose Tipps und zahlen keine Mitgliedsgebühr und so weiter. Das sage ich, das ist alles Quatsch, wie ihr das macht. Ihr müsstet eigentlich eine Facebook-Seite machen, damit macht ihr Werbung für euren Club und parallel eine Gruppe gründen und in der Gruppe wird dann diskutiert. Und das, was in der Gruppe ist, könnt ihr dann ja auch für euch verwenden und bleibt auch in der Gruppe. Und jeder, der in die Gruppe will, kann ja am Anfang sagen, okay, wenn ich der Gruppe beitreten will, drei Fragen, wie ist die Mitgliedsnummer, wie ist das, wie ist jenes, und dann kann ich ja entscheiden und hole mir so den Nachwuchs rein in diesem Club. Aber so weit sind die noch nicht. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema im Handwerk ist, dass gerade die Handwerkskammern und so weiter für solche Themen offen sind. Ich habe das Beispiel, Christian, wenn du da ist, eine Word-Datei, die ich dir geschickt habe, meines Erachtens nach. Vielleicht kannst du die mal dann zeigen. Ich habe die jetzt kopiert und wollte sie in den Chat stellen, dann kann sie sich jeder runterholen, weil das ist mal... Da ist ein Videolink drauf. In dem Videolink, das ist auch eine Kinder- oder eine Jugendgruppe, die halt auch Seifenkisten baut. Das ist mit großen Auto her oder großen Betrieben, die eigene Lehrwerkstätten haben, gemacht worden. Die haben dann halt in den 14 Tagen ein Seifenkistenprojekt gestartet, bauen sich Seifenkisten, die schleifen, feilen, bohren, hämmern und so weiter und veranstalten am Ende dieses Projekttages oder Projektwoche ein Seifenkistenrennen. Ja, das fand mein ehemaliger Arbeitgeber BMW sehr gut. Und hat das auch an die entsprechenden Handwerkskammern weitergegeben. Und es gibt ja in allen Städten mittlerweile so Konsortien,
wo man mit den Berufsschulen zusammen, mit denen, weil die haben ja auch das Problem, dass die Klassen nicht mehr voll kriegen, die müssten schließen, ihre Klassen und so weiter. Das heißt, die Jugend muss weitere Wege gehen, um in größere Städte zu ziehen, um dort in die Berufsschule zu gehen, also für alle Beteiligten einen entsprechenden Mehraufwand. Und durch dieses Projekt bündelt man im Prinzip die Kräfte und schließt sich mit anderen Betrieben. Also hier in Thüringen war es so, dass Bosch, BMW und Opel gemeinsam einen Ausbildungsverbund machen und dieses Thema im Ausbildungsverbund angehen wollen und mit den Handwerkskammern, den Berufsschulen und in diesen Fünferkonstellationen dann entsprechend die Leute animiert in die Klassen geht, 8., 9., 10. Klasse, Werbung macht, Berufsschultage macht, etc. und solche Themen ganz einfach vorstellt. Aber da müssen wir jetzt eine Sache, Marco, da müssen wir jetzt eine Sache zu sagen. Das geht halt eben nicht nur in der Kfz-Branche so, sondern das haben die Malermeister das Problem, das haben die Elektroinstallateure, das haben die Gas-Wasser-Scheiße-Leute, das haben alle durch die Bank weg, weil Handwerk grundsätzlich halt einfach schlechter dargestellt ist. Die Leute wissen, man verdient irgendwie schlechter. Das ist ein Problem durch die Bank weg. Das hat nichts mit uns, mit Autoleuten erstmal grundsätzlich zu tun. Und ich glaube eben daran, wir hatten ja damals über diesen, übrigens, während ich mit euch rede, steht ein junger Mensch jetzt ernsthaft, pass mal auf, ich drehe mal die Kamera kurz um. Warte mal, jetzt ohne Witz, pass auf. Und was hat er da oben? Seht ihr ihn? Seht ihr das Moped oben? Wie heißt er? Eine Velo Solex. Ja, Velo Solex. So, guckt ihr den Typ mal an. Der sieht jetzt nicht aus wie 100. Der steht gerade das Ding ab und fotografiert. Guck mal. Und fotografiert jetzt seine Velo Solex vor dem Hintergrund. Ja, alles klar? So viel zum Nachwuchsthema in Frankreich. Läuft hier übrigens ganz gut. Nein, also zurück zum Thema, ernsthaft. Ich glaube einfach daran, dass das einfach ein grundsätzlich handwerkliches Problem ist. Und deswegen, Flyer schön und gut, wo wir erstmal diese Argumente haben, die jetzt vom Johann da gekommen sind und so diese ganzen Geschichten, alles gut. Aber ich glaube persönlich an emotionalere Sachen. Wir müssen halt wieder so ein bisschen diese Leidenschaft zurückbringen zum Thema und sagen, wie geil ist es eigentlich, auf den Spuren von Rudolf Diesel zu wandeln, ja? Und wieder so ein bisschen Ingenieurszauberei hervorbringen und sagen, wie cool ist es eigentlich loszulaufen. Und dann noch ein Thema, ich sehe es in Berlin halt sehr stark bei uns in der Motorradszene. In der Motorradszene ist es so, dass wir verdammt gut und viel Nachwuchs haben. Haben wir bei der Hetzerfahrt, Christian, hast du da auch ein paar von gesehen? Die kommen dann halt mit umgebauten Triumph, umgebauten BMW, R75-5. So wie sie bei mir steht mit einem Honda-Tank, wo die natürlich die alten Jungs die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kannst du sowas machen? Aber wenn ich damit halt schon ausschließe und wenn ich damit halt schon anfange, dann muss ich mich nicht wundern, dass die sich halt vergrätzt fühlen und sagen, die machen ihr eigenes Ding. Also da gibt es so unfassbar viele junge Leute, die mit 26 Motorräder umbauen, da träumt man nur von. Die sind vielleicht nicht in dem Geschmack dieser Leute, die halt ein Original 75.5 haben wollen, aber die bringen Sachen raus und die haben Gold in ihren Händen und die können dazu noch mit einem Tablet und mit einem Computer umgehen und fahren dann noch irgendwo hin und machen noch ein geiles Fotoshooting oder Video dazu und du fällst vom Baum. Fertig. Also Ulf, dafür, dass du über das Thema nicht reden wolltest, redest du aber ganz schön lange. Markus Tappert hatte sich schon die ganze Zeit gemeldet. Den würde ich jetzt mal bitten, sein Statement abzugeben. Ja, danke. Ich muss grundsätzlich Ulf dabei pflichten, diese Einstellung. Wenn ich überlege, wie ich damals zum Hobby kam dazu, das war auch erstmal nur an alten Autos rumschrauben, nicht der Oldtimer an sich, sondern man geht ganz unverkrampft hin und kommt dann so in die Materie rein. Und wenn ich jetzt so höre, die Diskussionen, dass man so die Anfang 90er Jahre Autos natürlich bei den Etablierten nicht akzeptiert sind. Ich meine, wie will ich die Jungs dazu kriegen? Ich sehe bei mir auf dem Land, da sind die mit ihren 190er oder ihren alten BMWs, da schrauben die rum, die sehen vielleicht auch wild aus, die Kisten. Aber so kommen die ran. Irgendwann interessieren die sich für die Technik und gehen dann weiter und sagen, wie ist das? Also so, finde ich, kriegt man den Nachwuchs ran. Und das zweite Thema, ich habe auch nochmal was reingestellt, wir haben ähnliche Probleme, die sich nicht nur auf die Autos beziehen, sondern es gibt in Buchholz bei uns im Umkreis von Hamburg die Zukunftswerkstatt, die auch genau dieses Problem festgestellt haben, dass sie immer weniger. Wahrscheinlich auch in den Wohnungen können sie weniger arbeiten. Früher hat man viel selber gemacht, heute kann man nichts mehr machen. Keiner hat mehr Lötkolben zu Hause etc. Die kriegen also gar nicht mehr diese Techniken hin. Wo wir früher im Wald sind und irgendwelche Baumhäuser gebaut, naja, das dürfen, können die heute nicht mehr. Und da gibt es zum Beispiel die Zukunftswerkstatt, die auch genau dieses machen, die Kinder ranbringen an handwerkliche Tätigkeiten, irgendwas entwickeln, Spaß dran haben. So, und das mal anzusetzen, auch die Jugend, wo wir sagen, wie kriegen wir die Jugend ran?
als ich studiert habe für Maschinenbau, da hat mir der Professor, hat mich der Professor gefragt, wollt ihr die Einspritzanlage haben oder wollt ihr einen Vergaser erklärt haben? Und ich finde, man kann einen Vergaser anschaulich und wirklich begreifbar für jeden beschreiben, wie ein Motor funktioniert, wie die Zusammensetzung sein muss. Also warum nutzen wir nicht diese alte Technik und sagen, die Leute haben Angst davor? Nein, um Technik zu verstehen, müssen wir doch Oldtimer einfach darstellen, weil nirgendwo ist es simpler dargestellt. Das war das für mich. Weitere Wortmeldungen? Dann sage ich mal kurz was, damit es nicht so langweilig bleibt. Ich darf ja nicht mehr. Ja, du redest ja die ganze Zeit. Also, der Punkt, also wir haben sozusagen jetzt eigentlich drei Probleme oder Punkte. Ich würde es nicht mal Probleme nennen. Der erste Punkt ist, wie kriegen wir technischen Nachwuchs? Da habe ich eine ganz interessante Aussage aus dem Oldtimer-Ausschuss vom ZDK mitgebracht. Da hat einer von denen gesagt, die Leute gehen erstmal auf die Uni, studieren drei Semester, merken, dass das nichts für sie ist und dann kommen sie zu uns in die Werkstatt und sind viel besser wie die 15,5-Jährigen, weil die dann nämlich schon wissen, was sie wollen und das geht schnell und vorwärts. Das zweite Thema ist, das reicht natürlich von der Menge und von der Quantität nicht aus und das ist im Prinzip insgesamt ein Problem, dass das Handwerk hat, dass man heutzutage meint, jeder müsse studieren und wenn er einen Handwerksmeister hätte, wäre das minderwertig. Ich finde, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe vor vielen, die solche Jobs haben, einen heiden Respekt. Das, was uns von Ulfs Gas, Wasser, Scheiße unterscheidet, ist, dass wir ein Objekt haben, das doch viel Spaß und Freude macht und das eben, wie du sagst, Emotionen weckt. Und das sollten wir nutzen, um vielleicht der Gaswasserscheiße die Leute abspenstig zu machen und sagen, kümmert euch doch lieber um schöne Autos als um diesen Mist. Und damit könnt ihr auch noch ganz ordentliches Geld verdienen. Denn das ist ja auch nicht bekannt, dass Handwerk goldenen Boden hat. Und letztlich müssten das die Handwerkskammern und Verbände natürlich selber in die Hand nehmen. Aber wenn wir sie dabei unterstützen könnten, dann sollten wir das ja tun. Der dritte Punkt ist die reine technische Ausbildung. Da kann ich schon ankündigen, das sollte ja eigentlich dieses Mal schon unter Umständen passieren, dass Andrea Zeus vom ZDK heute urlaubsbedingt verhindert ist, mitgeteilt hat, dass sie auch zu den stillen Zuschauern unserer Talks gehört. Und nach dem Urlaub im August können wir dann vielleicht mal das Thema Handwerk und Ausbildung noch mal detailliert rannehmen. Jetzt kannst du wieder was sagen, Ulf. Ich überlege noch. Abspenstig machen, weil du gerade sagst, abspenstig machen. Der Punkt ist, also dann hast du ein Problem mit deinem Klo demnächst. Aber davon abgesehen, es ist halt so, dass die ja eben auch nicht einen Überschuss haben an den Leuten. Und weil du sagst mit der Bezahlung, also da müssten wir wirklich mal eine Feldstudie machen und durch Berliner Autohäuser laufen. Und einfach mal gucken, wie die Bezahlung von so einem jungen Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker, wie es heute halt heißt, ist. Also ich glaube schon, dass es genau auch oftmals der Punkt ist, dass die Leute halt da wenig motiviert sind, ich sag mal doch relativ einen relativ komplexen Job zu machen. Also ich habe selber mal Mechaniker gelernt tatsächlich und das ist allerdings schon auch über 20 Jahre her und die Bezahlung war nicht entsprechend. Das war nicht mein Antrieb, mich weiterzuentwickeln. Ich wollte in dem Thema halt erstmal wissen, um was es geht und wollte eine Kurbelwelle in der Hand gehabt haben, bevor ich das Studium angefangen habe. Aber davon abgesehen, ich kann schon irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, weil du sagst so gesellschaftlich, ich glaube, das ist genau das Thema, gesellschaftlich im Handwerk. Ja, warum studieren die denn alle? Weil sie alle denken, dass man kriegt einfacher und besser Geld, indem man halt einen anderen Job macht als das eben. Also ich glaube schon, dass es eben genau wie du sagst, ein gesellschaftliches Phänomen insgesamt ist und dass halt viele erstmal lieber sagen, du, bevor ich mir die Hände schmutzig mache, studiere ich irgendwie was und guck mal, ob ich da nicht was lernen kann. Ich glaube genau, das ist schon das Thema. Also deswegen, kurzum, es ist ganz simpel, wie Marco das macht mit seinem Oldtimer-Netzwerk. Ich erinnere da an dieses Video, was Facebook mit ihm gemacht hat, mit der Alicia Lund zum Beispiel. Ja. Das sind genau die Protagonisten aus meiner Sicht, die es braucht, ja, und die so eine Emotionalisierung da reinbringen können. Und dann brauchst du halt ein Elternhaus, wo du natürlich, so wie Markus sagt, und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, einfach auch einen Zugang zu der Materie bekommst. Also ich glaube, der Punkt ist, wenn ich überlege, wie oft ich mit meinem Vater, jetzt bin ich natürlich im Osten groß geworden, an unserem Golf 1, den wir da zu der Zeit hatten, du musstest da alles selber machen, da ging es gar nicht anders, ja.
Aber ich habe mit dem, keine Ahnung, alle 4 Wochen mal in der Werkstatt gestanden und habe halt irgendwas auseinandergenommen und dann bist du natürlich daran geführt worden. Das macht ja heute keiner mehr, machen wir uns nichts vor. Also jeder normale Mensch da draußen, der ein normales, einen normalen Jahreswagen fährt, bringt diesen Kessel irgendwo in die Werkstatt. Aber wer stellt sich denn dann auch selber hin? Also ich glaube schon, Autowaschen und Luftdruck ist ja schon die große Sensation tatsächlich. Und ich glaube, da hat sich tatsächlich was geändert, also gesellschaftlich einfach auch in dem Bereich. Milan. Aber das hat auch damit zu tun, dass sich das Leben allgemein in den urbanen Cityräumen und auf dem Land auch immer weiter auseinanderentwickelt. Und ich glaube, gerade auf dem Land gibt es eigentlich ganz erfreuliche Entwicklungen. Ja. Da funktionieren die Clubs sogar. Also um die Zukunft eines Unimog zum Beispiel muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Da gibt es immer starke Follower. Alles, was Landbevölkerung ist, steht auf alte Traktoren und die haben natürlich auch den Platz. Die können dort irgendetwas machen, reparieren, restaurieren. Ich glaube, um diese Jugend muss man sich da wirklich keine Sorgen machen. Es geht mehr so um die urbanen Räume, in denen natürlich sehr viel mehr Restriktionen dann auch sind. Und wer hat dann eben auch die Freifläche, dass er überhaupt bei sich was machen kann? Muss er sich eine Garage mieten und so weiter? Deswegen wird es wahrscheinlich da einfach auch ein Auseinanderdriften geben der Bevölkerung in den Bundesländern, wo es möglich ist, wo man einfach mehr Fläche hat. Und in den Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin und so weiter, wo es einfach dann immer schwieriger wird. Das glaube ich, wird man bald beobachten. Und ein anderer Punkt, den ich aber auch noch sehe, ist, dass wir uns natürlich ein bisschen schwerer tun. Für uns war das leichter, heute jetzt auch eine automobile Einstiegsdroge zu finden, weil die Autos sich auch zum Teil stark verteuert haben. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe vor 20 Jahren für meinen 123er 230e in brauchbarem Zustand, glaube ich, 3.500 € bezahlt und das war okay. Und heute wird dir dann eben ein Auto als 200er mit keiner Ausstattung für 8.000 € angeboten. Und da sagt sich auch ein junger Mensch, okay, gut, wofür jetzt? Also in dem Auto ist einfach mal gar nichts. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und wenn ich jetzt auf meine Engländer gucke, ich werde meinem Sohn keinen Spitfire für 18.000 € kaufen. Das ist einfach Blödsinn, ja, weil die Autos nicht mehr als 8.000 € wert sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Da möchte jemand sich einen Alfetta GTV kaufen und guckt nach 75ern und die kosten dann auch schon 10.000 €. Für was eigentlich? Also es ist so ein bisschen, welches Auto sollte man denn nehmen für einen jungen Menschen? 190er ist hier gefallen. Mir fallen nicht so viele andere Autos ein, die noch preiswert sind, an denen du auch mal was verändern kannst, ohne dass jemand sagt, oh Gott, jetzt ist es nicht mehr original und du kannst es nicht mehr verkaufen und so. Das war für uns damals kein Thema. Wir haben uns den Käfer halt zurechtgebaut. Und mir fallen jetzt gerade keine Autos ein, die eine gute Einstiegsdroge wären. Naja, ich habe ja die Messe in Berlin gemacht und da hatte ich mit Christian Steiger damals diesen Concours de Nonchalance gemacht. Und der richtete sich ganz klar an junge Fahrer. Wir haben es so aufgezogen, dass wir gesagt haben, Auto und Fahrer dürfen nicht älter, also zusammen nicht älter als 60 Jahre alt sein. Mhm. Und dabei muss das Auto aber wenigstens 20 sein. So haben wir es aufgezogen. Selektierte halt schon ordentlich aus. Und was da an Leuten kam, war halt total cool. Also ich kann euch das gerne nochmal schicken. Das war der Hammer. Da waren, ich glaube, 24 her. Der hat einen 124er, eine Limousine vom Schrott gezogen. Ja. Der war in einem Wahnsinnszustand. Der hatte noch die Überpolster hinten drauf. Ja. Und der hat an dem Auto einen totalen Namen gefressen mit 24. Ich moderiere ja immer wieder Oldtimer-Veranstaltungen. Ich sehe so viele junge Leute und immer, wenn ich da reingucke, also das ist nicht selten. Das ist so, ich sag mal, prozentual kann ich schwierig sagen, aber ich würde sagen, mich überrascht es oft, wie oft junge Leute drin sitzen. Da kommen Leute auf einmal mit einem Saab um die Ecke, der ist dann halt mit mattschwarzen Felgen lackiert oder sonst was. Und ich freue mich und feiere die auch jedes Mal, weil ich sage, Wahnsinn, wie kommt ihr denn mit 20, 22, 24 in so eine Kiste? Und du hörst dann eigentlich immer die gleiche Aussage. Das heißt immer, ja, weil es cool ist. So, Punkt. Also das geht schon noch. Also ich würde auch die Aussage nicht unterschreiben mit den Autos, dass das nicht geht. Denn weil ich glaube, da sind halt Autos, natürlich, 123 geht nicht mehr. Da musst du halt an 124 gucken. Dass wir mit unseren Ansprüchen einen 124 suchen, der auch wieder teurer als 3,5 ist, ist eine andere Frage. Aber du kriegst dafür 3,5 noch was und ich glaube da schon noch dran, dass Einstiegsdrogen tatsächlich noch da sind. Golf 2 zum Beispiel, der andere Junge bei uns kam mit einem Golf 2, ein Wahnsinnszustand, Wahnsinnsauto, kam frisch von der Bundeswehr, hat seine ganze Bundeswehrkohle genommen und in diesen Wagen reingesteckt, weil er den einfach cool fand. Da sage ich, hat Papa so einen gehabt? Nee, überhaupt nicht, aber der hat mir immer gefallen. Und das war für mich schön. So, bei diesem, wir haben so viele Anmeldungen zu diesem Konkurs
gehabt in der Ausführung, was da ein bisschen doof war. Am Wochenende war ein umgestelltes Wetter, dann sind die nicht gekommen und so. Aber da hast du die ganze Volvo-Fraktion hier, 47, 67, so diese ganzen Geschichten. Da war alles bei, ja. Aber ja. Ich wollte gerade sagen, Milan hat sich zuerst gemeldet, dann kommt Tom. Jetzt kommt das ins Rollen, gell? Das Gespräch. Aber ich möchte Ulf kurz reagieren. Die Belohnung von den Kfz-Mechanikern ist heute nicht so schlecht. Ich habe hier Nachbarn, der hat einen Betrieb, Mercedes und Mazda, und er hat gesagt, mein guter Kfzler kriegt ein Dienstauto, nicht neues, aber Dienstauto. Er darf die Zeit auch selber ein bisschen steuern, wie er will. Freitagnachmittag darf er frei haben. Also das ist, die Zeit ist ganz anders als damals, wo wir in der Werkstatt waren. Also nur, es gibt trotzdem wenig Leute. Aber ich habe auch gedacht, was könnte man machen? Zum Beispiel, ich habe einen gebrauchten BMW mit LED-Birnen. Also, und die eine habe ich in der Kurve ein bisschen kaputt gemacht. Und da habe ich meinem Sohn gesagt, willst du sie wechseln? Und dann habe ich mir das angeschaut. Ich habe selber als bisschen Fachmann 5 Stunden gebraucht. Endstoßstange, bis man zerlegt hat. Und früher hat man die 21 Watt Birne mit der rechten Hand rausgenommen. Das ist wohl warm. Also ohne Werkzeug, ohne Hebebühne, das gar nicht so leicht. Und deswegen ist vielleicht gar nicht so verkehrt, diese Youngtimer-Szene, irgendwie billige Autos kaufen und schrauben lassen. Aber ja, ich habe nachgedacht, was kann man tun? Zum Beispiel, was können wir tun, die wir hier sprechen, ob es Potenzial gibt. Ich habe früher bei Formula Student mitgearbeitet als Mentor. Und diese Idee hat mir so gut gefallen. Und so habe ich ein Projekt entwickelt für Formula Schüler oder Kfz für die Lehre, also mittlere Reife, wo man nicht Hightech entwickelt, sondern einfach feilen lernt, schneiden, zusägen und dann schweißen. Eine normale Formel, die vorgegeben wurde. Und vielleicht, wenn die Kiste läuft, dann kann man auch gegeneinander Rennen fahren. Aber leider vom Kultusministerium, also in Tschechien, wurde das nicht genehmigt, weil sie mussten da irgendwie im Park, die Studenten mussten da im Park was machen und also es gab so viele Projekte, dass sie keine Zeit mehr hatten für das, was sie eigentlich gelernt haben. Und dann, dieses Projekt ist in der Schublade mit Konstruktionsplänen, mit allem. Und ich frage mich, ja, wir können darüber reden, aber was machen wir damit? Gibt es Potenzial, was man sagen kann, ja, wir schieben die Karre ein bisschen nach vorne? Gute Frage, Tom. Also zunächst mal, ich wollte das bestätigen, was Ulf sagt. Ich habe ja ein paar Jahre lang das größte markenoffene Youngtimer-Treffen Deutschlands moderiert. Da triffst du natürlich irgendwie dann die Leute, die sich für die Youngtimer interessieren. Mein schönstes Beispiel, ich habe die Tage bei Facebook ein Posting gesehen von einem Mädel, die hat mal da auf der Bühne ihr Auto präsentiert oder ich habe ihr dabei geholfen. Die ist 24 Jahre alt und die hat letzte Woche ihren Meisterbrief bekommen, heißt übrigens heute Bachelor Professional. Also wir nennen das ja auch dann nicht mehr Meister unbedingt, aber Bachelor Professional im Karosseriebauhandwerk. Also die gibt es schon noch, die sich für sowas interessieren. Und das ist aber eine Szene, die natürlich nicht viel gesellschaftliche Akzeptanz hat. Denn als ich so alt war mit 24 und dann an meinem Auto was kaputt war, habe ich die Werkzeugkiste rausgeholt und habe mit 24, habe ich in Bochum studiert, am Straßenrand irgendwie mein Auto instand gesetzt. Mach das mal heute. Da hast du nach spätestens 3 Minuten irgendeinen Nachbarn, der die Polizei gerufen hat und das Ordnungsamt. Und die stehen neben dir und sagen, was machen Sie denn da? Da hat sich ja ganz gewaltig was verändert. Und das Ganze paart sich ja ganz pervers mit dem, was Milan gerade gesagt hat. Vor fast 30 Jahren konntest du halt wirklich eine Glühbirne wechseln und jedes Auto mit einem einfachen Werkzeugkit noch instand halten. Heute haben selbst die Einstiegsautos für 4.000 Euro so viel Elektronik, dass du da ja auch chancenlos bist. Na, das ist natürlich eine Sache, wo zwangsläufig irgendwo, glaube ich, auch Szene nachher irgendwann mal verloren gehen wird.
Weil wenn du dir anguckst, die 40-Jährigen, von denen vorhin die Rede war, die kaufen ja ganz oft die Autos, die sie mit 20 toll fanden. Mhm. Das siehst du gerade auf diesem Youngtimer-Treffen, siehst du das total oft. Also neben den Schülern und Studenten, die über das billige Auto ins Hobby gerutscht sind, hast du halt immer die Ü40-Generation. Und wenn du dann die Frage stellst, warum hast du den? Ja, weil ich mit 20 mir das Ding nicht erlauben konnte. Und wenn das so weitergeht, also jetzt hier Max, mein Sohn, der ist jetzt 20, ein Auto, was der heute toll findet, wird der in 20 Jahren auch als dann vermutlich Ingenieur nicht am Laufen halten können. Weil weder die Teile, also gerade die Elektronikteile sind da ja ein echtes Problem. Und da habe ich auch keine Antwort für. Du hattest dich gemeldet, glaube ich. Jetzt nicht direkt dazu. Ich finde es schön, dass hatte ich übersehen, dass es vielleicht doch noch ein paar Einstiegsfahrzeuge gibt. Vielleicht gibt es aber auch eine Chance, die Elektronik in den Griff zu bekommen, weil sich ja gerade die jungen Leute stärker Richtung Mechatronik entwickeln. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal einen Ersatzteil oder Technologieschub und vielleicht werden von mir aus sogar in China solche Teile dann nachgefertigt, dass man die Autos betreiben kann. Kann ja sein. Also so wie sich die Leute, gerade wenn man nicht mehr Lust hat, Ölwechsel und schmierige Dinge selbst zu machen, ist vielleicht genau das Löten und Austauschen von Leiterplatten das Richtige für die Jungs, wer weiß, und Mädels. Das könnte passieren. Und da haben sich ja auch die Clubs in den letzten Jahren manchmal organisiert, wenn es keine Steuergeräte mehr gab und so. Vielleicht gibt's da eine Chance. Ich glaube, dass man einfach schauen muss, im Freundeskreis, in den Familien, die jungen Leute so ein bisschen dafür zu begeistern und ihnen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass sowas nicht handelbar ist. Aber man muss natürlich drauf schauen, wie du sagst, man kann zu Hause nichts mehr tun, wie man dann Räume finden kann, ähnlich wie man vielleicht einen Bandübungsraum sucht, dass man sagt, okay, dort kannst du dich ausprobieren, dort kann man vielleicht eine Bühne mieten, etc., dass du wirklich mal was tun kannst, wirklich anfangen kannst. Da denke ich jetzt aber auch wieder sehr stark an die Stadt. Ich glaube, auf dem Land ist das weniger ein Problem. Die Jungs und Mädels organisieren sich da schon. Aber das ist tatsächlich ein Thema in der Stadt. Halt zum Beispiel in Berlin ist es so, ich habe meine Werkstatt ja auch aufgeben müssen, weil der Vermieter halt ankam und meinte dann, er nimmt jetzt das Doppelte der Miete. Ja. Also wir redeten dann auf einmal von 1.100 Euro, wo es vorher 550 waren. Das ist immer schon hochgegangen. Und dann verliert sich das natürlich. Und wenn ich sehe, gerade bei meiner Motorrad-Community, wie viel dafür einen kleinen Schrauberplatz suchen, das ist der Wahnsinn. Und da gibt es zum Beispiel eine Schraubergarage in Lichtenberg, Kraftwerk, ja. Die haben es halt so, die haben einen großen Saal gemietet, im Prinzip ähnlich so ein bisschen wie eine Remise für Motorrad, vermieten dann halt Arbeitsplätze, also wie Stellplätze unter. Schreibtischvermietung, wie nennt man das? Coworking Space. Coworking Space, genau so. Und dann geht es irgendwie wieder, ja. Aber die müssen auch zusehen, wie man irgendwie sowas hinbekommt, weil du alleine keine Garage mehr mieten kannst. Geht einfach in den Städten tatsächlich nicht mehr. Das Ding ist durch. Also in Berlin geht es einfach nicht mehr. Und ich höre jeden Winter, jammern euch jetzt so gerne eine Werkstatt. So, ich habe meinen ganzen Kram in meine Scheune rausgebracht, sitze jetzt 50 Kilometer vor den Toren Berlin, da geht's. Das ist meine eigene, zahle keine Miete mehr, wiedersehen. Aber das kann auch nicht jeder so. Also das ist schon ein Riesenpunkt, da hast du völlig recht. Ja, und auch Vermieter sind nicht bereit, an Autobastler oder Motorradbastler eine Garage abzugeben. Also ich habe ja im letzten Winter den Umzug gemacht mit meiner Werkstatt. Ich habe wirklich selbst hier im Ruhrgebiet lange suchen müssen, bis ich jemanden fand, der bereit war, dass ich da schrauben darf. Die haben noch nicht mal geantwortet, wenn ich denen geschrieben habe auf die Anzeige, ich möchte da schrauben. Ja. Also wenn ich zu dem Thema Nachwuchs noch was sagen kann, wir sehen es ja auch, ich sehe es ja in zweierlei Hinsicht. Ich sehe ja, was an Zahlen kommt, was Jugend anfragt, was bei OCC versichert wird. Ja, also wir haben auch die Jugend da, die ist da und die bewegt auch Autos und die kauft auch Autos in Summe von 15.000, 20.000 Euro. Also das ist auch das Geld gar nicht so das Thema. Es ist mehr das Thema, dass sich die Jugend keinen Anlaufpunkt hat, wo sie sich hinwenden kann, wie ihr es jetzt gesagt habt, wo es halt so eine Hobbygarage gibt, wo man sich in, ich sag mal, so einen kleinen Schrauberverein gründet oder eine lose Interessengemeinschaft oder wie man es auch immer nennen will, wo die dann freitags hingehen können und können in ihren Kisten schrauben. Ja, sowas suchen die eigentlich. Und ohne Zwang und sowas, klar, es muss immer ein Geschäftsmodell dahinter sein, es fallen Kosten an, etc. pp.
dann das ist halt, aber das ist eigentlich das, was die Jugend will, wo die sich einfach mal auf dem, wie wir es früher auch gemacht haben, auf ein Bier in der Scheune getroffen haben, haben an unseren Kisten geschraubt. Und da waren halt immer so 5 oder 10 Mann da, ja, wo man. Und das gibt es halt heute nicht mehr, weil das ist auch richtig, es gibt Auflagen, das Ordnungsamt spielt wieder eine Rolle, es wird nicht mehr zugelassen in jeder Garage, dass man dort schraubt. Dann das Thema Umwelt, Öl, dies, das, jenes, das hat halt alles Form angenommen, was das Hobby im Prinzip sehr stark einschränkt. Und da kann man auch die Vermieter dann verstehen, die dann sagen, ich hole mir nicht so ein Risiko ins Haus. Ja. Das kann ich bestätigen. Es ist wahnsinnig schwer, da was in Gang zu kriegen. Ich habe mit ein paar Immobilienentwicklern gesprochen und habe gesagt, das ist doch eigentlich ein Thema für euch. Eine alte Werkshalle, die ziemlich ruiniert ist, ein bisschen aufzumöbeln und dann 75 Euro Stellplatz zu vermieten und und die Hebebühne eben mit für den Fall. Aber das Gegenteil in der Entwicklung ist der Fall. Also der Thomas Wirth, der uns auch gelegentlich zuschaut, aber mit dem Homeschooling beschäftigt ist, der musste seine Halle mit 70 Stellplätzen, die er für verträgliches Geld vermietet hatte, letztes Jahr räumen, weil der Vermieter auch die Miete verdoppelt hat. Und das war dann nicht mehr handelbar. Mannheim, Industriegebiet, aber es gibt natürlich solche Locations. Ich meine, Vivian, du hast ja auch dein Auto irgendwo in der Pampa stehen und nicht in, ja, ich habe ja nur gesagt in der Pampa, sonst nichts. Und da muss man auch eine halbe Stunde hinfahren von dir aus, bis man da ist. Und da werden wir wohl hinkommen müssen, wenn jemand mehrere Autos hat und das in der Stadt lebt, dann muss er das halt tragen. Es gibt aber eben zum Beispiel, es gibt aber auch gute Beispiele, wie die Leute sich organisieren. Ein Beispiel hat, auch Christian Steiger genannt, in Stuttgart gibt es eben zum Beispiel so eine Schraubergemeinschaft tatsächlich, die sich gebildet hat. Die heißt Stuttkarl. Und die machen offensichtlich einen ganz guten Job und haben viel Spaß genau auf diese Art und Weise, wie ihr das beschreibt. Und die Frage ist halt, ob man solche Sachen nicht stärker promotet, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich vielleicht auch zu 10 Leute zusammenschließen können und eine alte Halle mieten und das gemeinschaftlich betreiben. Aber na, ich habe aber also als Beispiel, mein letzter Artikel, vielleicht hat es jemand gesehen auf Facebook, war dieser Artikel über diese Schrauberjungs hinterm Siebengebirge da bei Bonn. So, die ich vor meiner Reise dann, bevor ich nach Frankreich reingefahren bin. Gute Freunde von mir, der eine Mann, mit dem bin ich zusammen Panamerikaner gefahren. Die Jungs haben sich genau das Gleiche, haben sie in 2013 eine Halle gemietet. Die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und es funktioniert wunderbar. Und wenn ich das sehe, ich meine, klar, die sind jetzt zwischen 35 und meinetwegen 42. Das ist jetzt vielleicht nicht der Nachwuchs, den ihr jetzt wieder meint. Aber, also wie gesagt, deswegen, ich sehe das eigentlich überall und mein Gott, also ich kann jetzt so diesen Riesenmangel kann ich nicht beklagen. Also ich höre, wie gesagt, die einzelnen Leute, die ich höre, sind oftmals die Clubs, die rumheulen. Und ich kann euch sagen, ich bin in einem einzigen Club aus einem persönlichen, weil ich gut fand, dass dieser Club sich gegründet hat. Ich kriege jedes Mal diese langweiligen Einladungen in den preußischen Landgasthof. Da vergeht mir schon alles. Und ich habe keinen Bock darauf. Ich fahre da nicht hin. Ich war noch nicht einmal bei diesen Clubabenden gewesen, weil ich auch genau weiß, wie es abläuft. Da hast du dann, wenn ich die Unterschrift in der Mail schon sehe, mit erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer, da, entschuldige Jungs, da habe ich keinen Bock drauf. Und es ist okay, dass es das gibt. Das ist auch alles gut und schön. Aber ich finde da, also gerade an der Stelle, die Jungs können echt nicht, die dürfen nicht rumheulen. Das ist halt teilweise hausgemacht. Na gut, aber im preußischen Landgasthof kann man ganz gut essen. Ja, siehst du? Du bist ja auch über 40. Ja, du ja auch. Ich bin sogar über 40. Siehst du, das wollte ich sagen. Aber ich muss ehrlich gestanden sagen, der liegt halt hier um die Ecke direkt am Startpunkt deiner Olympiastadionsgeschichte. Nicht? Also, ja, ich weiß. Ja, damit hängt das einfach zusammen, da ich da ja in der Nähe wohne. Weitere Wortmeldungen. Ihr seid so still. Also was mir dazu einfällt, ist, könnte es dann nicht auch sein, dass die Oldtimer-Presse, die versammelte, wie sie da ist, manchmal auch wirklich an den Leuten vorbeischreibt. Ne? Ja. Also dass man wirklich diese jungen Leute entdecken muss, dass man die Stories bringen muss, dass man sie finden muss, wo sie schrauben, was ihre Interessen sind und dass man mittlerweile wirklich auch mal so liberal sein muss,
originale Autos und nicht originale Autos zusammen abzubilden oder so. Ich sehe da jetzt, ja gut, von der Markt gibt es den Ableger Youngtimer, aber ich sehe da jetzt auch in der Presselandschaft in den letzten Jahren keine so große Entwicklung. Und im Corporate Publishing von den Herstellern sowieso auch nicht. Die tun sich auch immer noch schwer damit. Das ist so. Also auf der Messe habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar hat ein Freund von mir einen tiptop restaurierten Käfer ausgestellt. Allerdings, der sah auch so weit original aus, allerdings Airride-Fahrwerk drin. So, da ziehen jetzt erstmal alle die Augenbrauen hoch und sagen, so ein Mist. Und ich habe festgestellt, dass selbst alte Opas vorbeigelaufen sind an dem Ding. Der lag halt komplett auf dem Boden. Und die meinten, ach, irgendwie ist es ja cool, weil es ist ja endlich mal was anderes. Und dann denke ich, naja, bitte geht doch. Also lass den doch sein Airride-Fahrwerk da reinbasteln, wenn er der Meinung ist. Und wenn er später rausnimmt und macht wieder normales Renaissance, das ist gut. Also mein Gott, ja. Und ich finde, genau das ist der Weg. Also über Toleranz auf jeden Fall erstmal von den Älteren natürlich. Ich habe hier in Berlin, Christian, kennst du auch die Jungs hier von dieser Mittwochsrunde in der Remise und so, ja? Ja. Und dann stehe ich da mit meinem Sima irgendwann, habe mich mit einem getroffen vom Amilcar Club, ja. Und dann guckt er meinen Sima an und dann sagt er so, naja, das ist ja alles nichts, das ist alles keine Oldtimer und Oldtimer ist für ihn alles, was Vorkrieg ist. Naja, was willst du denn darauf sagen? Dann stehe ich da und sage, du, da haben wir wohl unterschiedliche Sichtweisen, zum Glück. So, und dann lässt ihn halt stehen. Und also ich glaube, diese Diskussion ist aber eigentlich mittlerweile gegessen. Was Dan richtigerweise anmerkt, ist, dass alles, was abseits der Clubs und derjenigen, die Anzeigenerlöse bringen, passiert von der Presse. Schade, dass keiner der beiden Jungs, die ja gelegentlich sind, dabei ist, geflissentlich ignoriert wird. Und das ist sicherlich auch ein Grund für den Auflagenschwund. Aber man muss natürlich dann auch immer wieder sagen, und der Auflagenschwund ist eben ein Grund dafür, dass man nicht mehr in die Inhalte finanziert. Die haben überhaupt gar keine Redakteure mehr, die sich daran einarbeiten könnten, sondern die gucken lieber die 526. Kaufberatung über einen Strich 8 oder die Heckflosse und die ziehen sie dann aus dem Revers und dann ist das Heft voll und hoffentlich verkauft. Und es bringt aber eben nichts, weil die Leute mittlerweile entweder keine Heckflosse mehr kaufen wollen oder schon drei Kaufberatungen gelesen haben und die Schwachpunkte der Autos kennen und im Zweifelsfall, wenn sie mal eine kaufen wollen, sich die Berichte aus dem Netz ziehen. Und deshalb gehen dann wieder die Auflagen zurück, weil die Leute lauter Sachen in der Zeitung finden, die sie gar nicht so besonders interessiert. Das Zweite ist natürlich auch hier der Wandel zu den digitalen Medien für alle unsere journalistischen Freunde, ist es nach wie vor immer noch das Größte, seine herausgepressten Worte in Druckerschwärze zu sehen. Und online ist genauso wie Youngtimer so ein bisschen Igitt. Und dabei wird eben übersehen, dass viele Leute gar keine Zeitungen mehr kaufen, sondern eben online genug Interessen finden, die sie damit verwirklichen können und genug Angebote und Anreize, die für sie interessant sind, sodass sie sagen, ich muss mir die Markt nicht kaufen, ich muss mir die Motorklassik nicht mehr kaufen, auch weil da manchmal Autos drin sind. Der 628. Bericht über den 911er, weil sich das Heft mit dem 911er auf dem Titel mal so gut verkauft hat, interessiert dann eben auch nicht mehr so richtig. Und das da ganz zum Schluss, mir erscheint der Punkt, den du gebracht hast, Ulf, es tut mir leid, dass ich dir recht geben muss. Ganz wichtig, wir brauchen mehr Emotionalität in dieser Szene. Und das, was die Faszination dieses Themas ausmacht, die Dynamik, all diese Dinge, die uns begeistern, die müssen wir transportieren. Das war's. Genau. Ich sehe, ein letztes Wort noch. Ich schreibe ja für die Oldtimer-App jede Woche einen Artikel und bringe auch immer wieder, sag mal, in Anführungszeichen jüngere Autos, also als Beispiel jetzt, ich weiß, auch schon tausendmal durch den Kakao gezogen worden, aber 944. Vivian, für dich. 944. Nein, und ich sehe aber an den Reaktionen, also ich sehe anhand der Reichweite des Artikels, also wir erreichen so zwischen 20.000 und 30.000 Menschen je Artikel, ja, was ich irre finde. So da lesen es einfach mal 30.000 Menschen und dann sehe ich so 944 Artikel und der schlägt ein wie eine Bombe. Das ist einer der bestgelaufensten Artikel. Und ich habe das in letzter Zeit mit Jüngeren immer wieder probiert und merke, nee, die Leute wollen auch. Also bei der Oldtimer Youngtimer App, ja, die haben 10.000 Follower irgendwie.
also das zeigt ja auch eine Tendenz. Das muss nicht immer. Also ich bringe dann auch mal einen Vorkrieger. Ich will das halt verwischen. Also ich möchte, also ich schreibe dann über meine 1928 FN. Das finden die Leute dann auch gut. Motorrad ist immer ein bisschen schwächer als Auto, logischerweise. Aber der 944-Artikel, super. Wenn man was aus, mein Mustang-Artikel von den Ruchbrüdern, Mustang Fox Buddy. Ich meine mal ehrlich, das ist, also wer kriegt dann das Grinsen bei einem Fox Buddy? Ich mittlerweile, weil ich zu viel von den Rufs geschnuppert habe aus der DTM. Aber ein Foxbody ist ja nun echt normalerweise ein grausames Auto in Wirklichkeit. Die haben den Artikel wie sonst was gefressen und haben sich an die Zeit erinnert und dachten, ja cool. Und was, an welche Zeit denken wir dann? An 155er Alpha, an E36, E30, diese ganzen Geschichten. Mann, super Autos. Also ich glaube, da kommen mehr mit, als man denkt. Naja, so, also fertig. Habe fertig. Das glaube ich nicht. Vivian? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, wie du eben schon gesagt hast, jetzt haben wir, also in dem, was du gesagt hast, Ulf, war ja immer so ein bisschen auch die Idee, junge Leute, Youngtimer. Das ist ja auch eine schwierige Sache. Also man muss halt auch aufpassen, da vermischen sich viele Dinge in den eigenen Köpfen und in den Köpfen der anderen natürlich auch. Also das heißt, ist es ja nicht so, gut, vielleicht bei einer Anschaffung, ja, klar, aber beim Interesse muss es ja nicht zwangsweise so sein, dass junge Leute nur junge Autos wollen. Ich sehe das Ganze natürlich visuell. Ich könnte die herrlichsten Geschichten aus den letzten 10 Jahren Rallye-Geschehen in Berlin, die herrlichsten Geschichten zeigen von Kindern und Kleinkindern und Kinder, die, wenn die Autos irgendwo rumstehen, angelaufen kommen. Darf ich mich da mal reinsetzen? Und da könnte man wirklich mengenweise tolle Sachen schreiben. Und das müsste man eben, finde ich, auch definitiv viel mehr tun, also auch in der Presse. Und ich meine, das sind hinreißende Geschichten, das muss man natürlich richtig angehen, weil wenn ich Fotos einreiche von Kindern auf einer Rallye-Veranstaltung, sagt der Veranstalter in der Regel, Kinder können wir gar nicht auf ein Foto gebrauchen, können wir nicht machen. Okay, das ist ein Problem, das muss ich natürlich rechtlich absichern. Aber da gibt es wundervolle Themen und nicht nur Sascha und Leo. Habe ich ja nur gemacht, weil das dein Foto war. Danke, aber die neueste Geschichte, die süße Geschichte war diese GT-Fuzzis auf der Heidi Hetzer-Ausfahrt. Ich meine, das war ja ein einziges Fest, was wir da gefeiert haben. Und dann haben die so stolz erzählt, dass der kleine Junge, der da mitfuhr, das ist der jetzt den die Website gemacht hat. Und da heute Abend meine Website nach 3 Jahren irgendwie gerade dabei ist, den Geburtskanal zu verlassen, weiß ich ja, wie dem zumute ist. Der wird aber lang sein, der Geburtskanal, wie ich dich kenne. Wie war das? Der wird aber lang sein, der Geburtskanal, wie ich dich kenne. Das war gerade unverschämt. jedenfalls waren die so stolz und so glücklich das war der Sohn von einem GT-Fahrer. Der hat die ganz weit nach vorne gebracht, weil der hat sich durch dieses Website-Thema durchgeboxt und hat denen da das Glück einer Website beschieden. Also da gibt es ganz, ganz viele, ganz tolle Geschichten. Und ich glaube auch, dass es tolle Projekte gäbe. Ich habe eben noch mal im Chat nach diesem Alicia Lund-Film gefragt, weil ich den so auf die Schnelle neulich nicht gefunden habe. Mir blutet ja total das Herz, weil ich bin gelernte Tischlerin. Und bin im Zusammenhang übrigens interessanterweise mit meinem Fachhochschuldesignstudium, das zusammen gilt als Meisterstatus. Also ich hätte auch einen Betrieb aufmachen können und ausbilden können. Habe 3 Kinder zur Welt gebracht mit dem Erfolg, dass jetzt irgendwie mir das 3. gerade ohne Lehre in die Ausbildung geht. Totale Katastrophe für mich. Deshalb ist dieser Alicia Lund-Film vielleicht noch mein letzter Strohhalm. Aber es ist, es wäre einfach toll, wenn sich da mehr für begeistern könnten. Aber ich finde auch Handwerkskammern und eben Magazine und so weiter könnten viel mehr tun und hätten richtig, richtig gute Geschichten. Also ganz kurz auf den Stereotyp einzugehen, junge Leute stehen auf junge Autos. Die normale Sozialisierung ist halt tatsächlich, dass man oft erlebt, dass die Jungs halt, so wie Thomas vorhin erzählt hat, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist ja der Klassiker, dass die Jungs halt zu den Traumautos hochgucken, die sie halt als
als Junge hatten oder als junger Mensch hatten oder mit denen, in denen sie groß geworden sind. Also das ist so die klassische Geschichte. Und dann wird es meistens älter. Also ich sage mal, die wenigsten, die ich kenne, so in meinem Umfeld, sind Leute, die, sag mal, gleich mit Vorkrieger eingestiegen sind, sondern die brauchten eine Weile, wie bei Weingeschmack oder sowas. Keine Ahnung, da brauchst du auch eine Weile. In der Regel hast du nicht gleich einen guten, sondern musst dich mit dem Thema erstmal ein bisschen beschäftigen und kommst dann irgendwo dahin. Das mag absolut Ausnahmen geben, aber bei dir, aber deswegen, also das ist jetzt nicht nur, glaube ich, eine kopfgemachte Geschichte, sondern tatsächlich eine Geschichte, die schon so normal, sag mal, wo man so auf die Pfade geht und auf die Spuren geht. Also auch in meinem Umfeld, alle, die sich mit der Ultramarine irgendwie beschäftigen, sagen, na, mein Vater hatte früher und dann geht's los. Ganz oft so. Ich wollte noch mal schnell was zum 944 sagen, zum heißgeliebten 944. Das Lustige ist ja, ich habe immer gesagt, das ist ein gutes, also oder sagt Christian ja auch, wenn wir zusammen fahren, super Auto, um schnell um die Kurve zu kommen und schnell auf die linke Spur und die innen vorbeifahren zu lassen, mit ja machen und so, ist einfach technisch super. Dann ist das Zweite, dann habe ich eben festgestellt, deshalb, da dachte ich erst, da kommt man mit einem relativ bescheidenen Auto, zeigt aber den Rallye-Teilnehmern, dass man irgendwie Spaß dran hat. Man macht ihnen keine Konkurrenz und zeigt, dass man Spaß dran hat und dass man irgendwie dazugehört, ohne Konkurrenz zu machen. So, das waren zunächst meine Gedanken. Und jetzt ist das so irre. Inzwischen kommen da Leute mit den fetten Bentleys und kommen auf mich zu und sagen, verkaufen Sie den. Total witzig. Also das zeigt auch, was für Crossover-Gedanken da im Gange sind. Ne? Lass das mal. Da kannst du Gift aufnehmen. Nein, tatsächlich, das ist ja auch ein Phänomen. Vielleicht sollten wir mal eine Runde über Legenden machen. Wenn ich den 944er fahre und im Vergleich dazu den 911er ist der 944er bei Weitem der bessere Porsche. Das wollen nur die luftgekühlte Fraktion, möchte das nicht so gerne hören. Aber ich muss ehrlich gestanden sagen, wirklich von der Sportlichkeit ist das halt tatsächlich so. Kann ich jetzt hier mal ein bisschen Widerspruch produzieren oder stimmt der mir jetzt auch schon wieder alle zu? Stimmen wir wahrscheinlich alle zu. Also ich habe einen Artikel über den geschrieben, kannst du gerne nachlesen und habe geschrieben, warum das wirklich ein echter Porsche ist. Genau das ist der Punkt, weil er war ja von der Elber-Fraktion immer so ein bisschen belächelt. Und nee, in Wirklichkeit, man muss sich die Geschichte von dem Wagen mal anschauen. Interessant ist, dass der halt bis zum Ende durchentwickelt wurde, dass die Ingenieure bis zum letzten Tag an dem Auto Detailverbesserungen gemacht haben. Das letzte halbe Jahr wurde der witzigerweise dann noch in Zuffenhausen produziert durch die Vorbereitung für 968, der dann aus Zuffenhausen kam und nicht nur aus Neckarsulm. Und ein Bombenauto, aber lange Zeit verkannt. So, der hat halt seine Aufklärungsphase jetzt durch und jetzt begreifen auch Bentley-Fahrer, dass es eigentlich eine ganz coole Kiste ist. Dazu musst du natürlich aber dann noch fairerweise berichten, dass bei der Entwicklung des 968er die 1,5 Milliarden Porsche fast pleite gegangen wäre. Ja, der 944 hat es ja aber erstmal gerettet durch die Ölkrise 924 etc., genau. Ja, gut. Ja, liebe Freunde, wir haben auch 18.57 Uhr. Ich wollte mal fragen, welche Themen euch denn so interessieren würden, damit wir vielleicht mal... Darf ich vorher noch mal... Ja. Jetzt noch mehr weg sind vielleicht. Ich meinte meine Frage mit dem Film über Alicia Lund durchaus ernst und verstehe, dass ihr jetzt vielleicht das nicht wisst, aber habt ihr irgendwie eine Idee? Irgendjemand hat doch hier von... Auf dem Oldtimer-Netzwerk. Facebook? Achso, du bist nicht bei Facebook, oder? Naja, das kriege ich schon noch hin irgendwie. Okay, bei Facebook übers Oldtimer-Netzwerk und das ist der Werbefilm vom Oldtimer-Netzwerk. Also wenn du im Oldtimer-Netzwerk drin bist, dann scrollst du einfach weiter runter und... Oder du schreibst einfach dann Marco Wenzel an und bittest ihn, dass er dir dass er dir einen Link schickt. Oder ich mache das auch gerne für dich. Um mich für meine Unverschämtheit erkenntlich zu zeigen. Da wird das nicht reichen. Das ist mir bewusst, dass du das sagst. wie gesagt, Themenvorschläge. Habt ihr keine Ideen? Da muss ich mir wieder was ausdenken. Oder mal du, Ulf, zur Abwechslung. Wie wär's damit? Ja, ich kann ja auch mal wieder. Genau, lass uns doch einfach darüber nochmal sinnieren. Nach dieser Runde. Okay. Ja, ich bin, wie ihr im Hintergrund erkennt, mal wieder auf Bauleitung in Düsseldorf bei meiner Mutter. Und werde deshalb jetzt ausscheiden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr noch weiter diskutieren wollt. Das scheint nicht der Fall. Ich würde mich mit einer wunderschönen Perspektive nochmal ausklinken und das war's. Genau, und dann beende ich diesen etwas
Wir waren in der Spitze immerhin 13 Teilnehmer, das ist doch schon mal was für die Ferienzeit, finde ich. Und wie gesagt, zu dem Thema wird es auch wieder eine große Resonanz bei Facebook geben, gehe ich mal voraus. Und dann überlege ich mal mit Ulf gemeinsam, wer uns das nächste Mal ein interessantes Thema bieten könnte. Dann sage ich an dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank und eure Mühe ist unübertroffen. Macht ihr fein. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Ja, tschüss. Madame, Monsieur, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alter, Filou. Rieng de Rieng. Okay, und tschüss.